Und herzlich willkommen wieder bei Strategic Command, wo ein New World mehr Spieler Alliierte. Und es kann eine heitere Runde werden. Denn im Osten haben die Deutschen angefangen anzugreifen und im Westen machen sich die Briten für die Landung bereit. Irgendwer müsste dann doch mal nach Leningrad. Er hat definitiv die Landungsboote gesehen. Der Flieger. Na gut, die sowjetischen Verluste derweil, das ist sofort alles ganz normal. Wir stören das ein bisschen. Und ja, noch eine nette kleine Ansprache. Das ist natürlich das Gewinn. Industrie aus der Ukraine wird dann natürlich verlegt, würde ich sagen. Ja. So, hier haben wir vor allem. Was soll man anfangen? Vielleicht hier. Das ist das unspektakulärste gefühlt. 3-1, tja, das wäre der Panzerkrieg doch schön. Sagen, du kommst einfach zurück in ein versorgtes Gebiet. Du kommst mal ein bisschen näher ran. Kann ja noch nicht voll verstärkt werden, sonst komm mal noch mehr ran und sonst passiert an dieser Ecke eher wenig. Wie es aussieht. So, dann springen wir schnell zur Schiffsjagd. Ich will eben die nicht so ganz spannenden Sachen schnell durch haben. Da ist ein großes Schiff gemeldet. Und ein U-Boot, aber die sind beide schon weg. Ja, die Schiffsjagd ist bisher nicht sonderlich erfolgreich. Kann ich alles wieder in den Weiten des Meeres irgendwo verschanzt. Man bräuchte mehr und bessere Zerstörer, um die hier mal irgendwie zu kriegen. Mehr Flugzeugträger und dies und das. Ja, gut. Ja, dann niemanden gefunden und dann noch ein kurzer Blick. Unser eigenes U-Boot könnte auch mal wieder auftanken. Und im nächsten Zug raus. So. Regen ist aber kein Problem, ist nur hier. Ich würde sagen, fangen wir in West oder Ost an. Sonst fahren die Sowjets immer. Jetzt ist dran, dann machen wir erstmal das hier. Also es muss darum gehen, möglichst viel hier aufzuklären. Na, oder sonst nehmen wir die taktischen Bomber, die können eigentlich eh nicht viel anderes machen. Steht da noch das Flugzeug drin?
Nein, jetzt hat man eine Einheit. Okay. Einheiten. Okay, jetzt haben wir ehrlich, der strategische Bomben ist der einzige, der Reichweite hat. Ich gehe erstmal so nach ganz hinten durch. Ist hier schon ein freier Hafen, ein Lorient. Dann fliegt hier nochmal ein bisschen durch und hier kannst du mal nochmal ein Bergwerk an. Wobei, wüsste eigentlich auch gern, wie es hier so in Mittelfrankreich aussieht. Garnison. Da wäre unser freier Hafen. Wie sieht es mit Brest aus? Wir haben ja Flugzeugträger. Warte, du scoutest. Aha. Da ist mit U-Booten an der Küste zu rechnen. Auch leer. Da drüben also durchaus Option für eine Landung, aber wir müssen ein bisschen aufpassen. Küste könnte voll von U-Booten sein und auch hier der Zwischenbereich. Das hier sah jetzt sicher aus. Die Fallschirmjäger, die könnten da entspannt rein. Es wird das Spannendste, was die Kurzstreckenboote machen. Ist ein Kurzstreckenboot, aber der hat auch schon 9 Aktionspunkte, was gar nicht übel ist. Und wie sieht es hier drüben aus? Haag ist auch leer. Da hätten auch einen Hafen. Ypern ist auch leer. Man, klar sind die ganzen Deutschen gerade nicht da. Machen wir weiter uns einfach so ein Bild von der Lage. Ich wundere, dass es keine Gegenwehr gibt bei den Flugzeugen. Hat er die weggeschickt? Waren sie zu kaputt? Kann ich gerne den Ort da noch haben. Es kann sein, dass wir jetzt in ein U-Boot reinrauschen. Ne? Also wir haben einen ziemlich guten Blick über Frankreich. Also hat hier Einheiten zusammengezogen, die eiligst die wichtigsten Positionen verteidigen sollen. Ja, durchaus. Und sich erstmal auch das Richtige ist. Würde ich auch so machen. Würde ich gerne aber noch wissen, ob in Nantes was los ist. Und wir können auch diesen etwas kaputteren Flugzeugträger dafür riskieren. Nix. Sehe, da ist noch ein graues Feld. Das, was hier unten dran ist, ist ja wohl nicht so spannend. Gut, ich würde nur mal auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass da noch irgendwas Fieses steht. Okay, gut. Wenn wir von hier vielleicht sogar in Paris landen können. Naja. Nice, also Den Haag. Das ist eine lustige kleine Landung. Aber wir müssten kurz mit irgendwem scouten. Und nur so für den Fall der Fälle. Noch irgendwo deutsche U-Boote rumkurven. Um frei zu sein. Also ich würde die Hauptlandung dann eigentlich hier in dieser Gegend sehen. Okay, vielleicht Paris, das wäre echt lustig gewesen, aber da dahin dann noch ein Feld bewegen, das reicht nicht. Aber jetzt offen gesagt auch gar nicht. Also ich habe es glaube ich nie groß angesprochen, aber unterbewusst habe ich auf diese Gegend geplant. Aber wenn man jetzt wüsste, dass das ginge. Andererseits hätte er die Fallschirmjäger hier drüben gesehen, dann stünde vielleicht auch in Paris jemand. Also ich würde sonst eine Einheit einfach mal... Ach nee. Das stimmt, ist dann wieder zu weit weg. Okay, nee, wir müssten ein Langstreckenboot nach Den Haag schicken. Das muss jetzt nicht sein. Also wir sollten diese Häfen hier sichern. Jetzt hätte ich auch sehen, ob wir die hier vielleicht da abschneiden könnten. Was haben wir hier denn noch? Ein Langstreckenboot. Eins,
haben wir zwei Boote. Hier haben wir Armee, Corps. Wenn das hier ein bisschen zumacht mit einem Corps und irgendwer anders geht nach Rouen. Also hier ist ja alles, was man sonst erreichen kann, gedeckt. Nach Ypern reitest du gerade nicht. Aber soll man in dieser Jahreszeit auch in Ypern? Sonst sagen, ihr macht es euch in Cannes bequem. Noch daneben, ah na gut, die haben ja 0-0. Bombe, die sind natürlich jetzt schon als Aufklärung geflogen. Ich glaube, hätten es auch kaum gegen den durchgesetzt. Er ist top motiviert und verschanzt. Wo stellt man die zu? Reicht dieses Feld vermutlich. Da natürlich auch Versorgung und alles brauchen. Sonst gehst du hier rein. Das muss jetzt nicht sein. Du holst diesen Ort. Sekundäre Versorgung ist auch frei. Das ist langfristig schön. Dann kommst du hier drüben hin. Sogar angreifen. Garnison raus. Ist außerdem wichtig, dass irgendwer vorbeikommt und den Hafen blockiert. Cherbourg abgeschnitten. Das kann dann im Zweifel der strategische Bombe auf Dauer platt machen. So, dann. Was haben wir hier noch? Korps, 11. Armee. Jetzt hat man eben sehen, wo unsere Truppen denn noch entspannt hinkommen. Und zum Beispiel einfach hier hinspringen, dann können die Landungsboote versuchen, diese ganze Küste da zu sichern. Na, ja, das klingt doch erstmal gut. Also beispielsweise in diesen Ort springst. So, und du springst hier irgendwo rein. Die Boote können ja schon versuchen, die Garnison niederzukämpfen oder so. Oder da irgendwo zu landen. Aber gut, du holst schon mal den Ort. Der Hafen hat dann eine Stufe von 3 nach der Eroberung. Gut, das in 2 Zügen könnt ihr da recht gut landen. Was kommt so ein Langstreckenboot? Ist natürlich mehr eine rhetorische Frage. Könnt natürlich so einen noch hier reinschicken. Werden die Zweifel eigentlich kurz mal aufklären. Das sieht soweit sicher aus. Na, dann müssen wir sehen. Um die Zahl der Häfen zu erhöhen, möchte ich am liebsten auch schon Nantes und Lorient haben. Dieses Korps könnte Lorient sichern. Ah, Hafenstufe 4, der ist nächste Runde schon richtig gut. Und nach Nantes möchte ich eigentlich auch schon gerne. Denn es ist im Zweifel die Frage, wie schnell man die Garnison da schlagen könnte. Und wenn wir die Armee hier ausladen und im Zweifel dahin stellen, haben wir auf jeden Fall Notversorgung. Plus wir haben noch irgendwo ein Hauptquartier herumfliegen. Okay, darfst dich jetzt nicht mehr in den Ort reinbewegen, aber Garnison ist futsch. Was haben wir da noch? Spezialeinheiten, Befehlshaber, Spezialeinheiten. Sagen, mein Gute, das kriegen wir demnächst. Eine Spezialeinheit, ich hatte da unten, wobei da. Noch etwas billigeres als ein Schlachtschiff. Kann sicher gehen, dass hier kein blödes U-Boot rumsteht. So, oh, dann ist hier.
müssen die immer so viel Landungsverlust erleiden. Dieser Hafen hat sogar direkt eine Stufe von 5. Geben wir der anderen Spezialeinheit noch einen kleinen Bonusauftrag. So, dann haben wir unser Hauptquartier. Warte, dass das schon auf einem Bootchen ist. Sollte es wohl am besten hier irgendwo hin und boosten. Vielleicht erstmal nach Brest, da wird mittelfristig die Versorgung, glaube ich, am stärksten sein. Okay, da muss jetzt gar nicht den Hafen noch halten, weil natürlich ein Landungsboot ist, aber wird er komplett halber. Kann in der nächsten Runde noch gut austeilen, alle kommandieren, dann haben wir das gesichert. Versuchen die zu schlagen und zu schauen, wie gut wir hier in die Tiefe vorstoßen können. Mal sehen, was uns die Deutschen entgegenwerfen. Oh Mann, hätte nach Paris springen können. Okay, damit habe ich halt absolut, also nicht gerechnet. So, und dann neue Einheiten ranbringen. Ihr harrt da drüben einfach aus in Den Haag. Für euch haben wir jetzt niemanden. Gut, besteigt Transportboote. Oh, da ist gerade die Maus verrutscht. Können hier unten sogar schon raus, das ist gut. Das ist gut. Können wir Hauptquartier Nummer 2 sogar da auch schon anbringen? Haben wir sogar im nächsten Zug auch hier vorne Versorgung. Da schnappen wir uns und dann mal gucken, wen oder was man uns hier noch so entgegenschmeißt. Eben genau darauf getimt, dass wenn die Deutschen da hinten alle sind. Und dann hier angreift. Oh, jetzt ist hier sogar natürlich noch eine Armee. Ärgerlich, die übersehen. Muss ich zum Glück noch eben bewegen. Sehr gut. Sagen, na, Überraschung ist uns geglückt, ist vielleicht der falsche Ausspruch, weil die Invasionstruppen wurden ja von weitem gesehen. Wir nehmen einen strategischen Bomber. Gut, wir können das U-Boot hier noch ein bisschen bombardieren. Dann nerven wir es noch ein bisschen rum. So, ansonsten haben wir nicht mehr Einheiten. Liebe Briten, es ist geglückt. Oh, die Kavallerie wäre jetzt auch erst im November da. Abkaufen lohnt hier kaum mit denen, die da sind. Also zur Not können wir denen auch noch die Garnison rüberschieben. Aber vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn die Briten jetzt auch mal ein bisschen mehr wieder an ihre eigene Forschung denken. Logistik, Panzerabwehrwaffen brauchen wir alles nicht so. Sonst sparen wir die Punkte und gehen demnächst mal auf U-Boote und so. U-Boot-Jagd natürlich nicht, eigene U-Boote. Tja, und mal schauen, wie gut das jetzt funktioniert. Blick in den Osten. Wir haben keine neuen Einheiten. Irgendwer muss die Finnen aufhalten. Oder zur Not. Und der Pionier, er schafft das schon. Das Akku wird voll verstärkt und dann haltet das irgendwie. Die halten das ansonsten von hier. Und sogar noch Upgrades bekommen. Ist zwar wahrscheinlich gleich drauf, aber obwohl die Abwehrwerte. Ja, komm. Vielleicht überlebt die Einheit ja noch lang genug. Ist auch nur noch am Ausharren. Die haben hier dann demnächst auch Probleme. Jetzt kann der Panzerzug gar nicht schießen. Aber den könnten wir vielleicht hier im Süden gebrauchen.
Nächst er. Das wird ja wenigstens noch einen Moment halten. Ja, schon mal da an ihr. Ja, auch in den Orten und könntet halt noch Upgrades bekommen. Jetzt wollen die uns hier einfach umlaufen an unseren Befestigungen. Ja, was soll's, sie kommen ja nicht direkt rein, also... Es wird hier noch einen Moment halten, hoffe ich, da sind feindliche Panzer. Tja, und hier haben wir noch unerwartet viele Truppen, die aber insgesamt unerwartet wenig können. Weil die Gegend halt sauber abgeschnitten wurde. Was echt lästig ist. Also dann, Leute. Ah, Mist. Spekuliert, dass wenn einer da steht, dass er erst weiter hinten steht. Und wir können natürlich ein bisschen Ärger machen, hier ein bisschen rumfahren. Vielleicht erreicht man ja noch was und du verteidigst den Ort da hinten. Tja, der Rest. Wohl stehen, bis er drauf geht. Du hast eh keine Hochverschanzung. Man möchte ja doch mal schauen. Ach, kommt nicht zurück. Ein bisschen Abenteuer. Ach, machen wir ein bisschen was Abenteuerliches. Der Rest bewacht ja noch Orte. Der hier steht da. Ich fürchte viel mehr. Kann ich auch nichts machen. Du musst da auch mal ein bisschen weg. Erstmal zurück. Ja, ihr steht hier alle. Also dieser wird brauchen mehr Einheiten. Jetzt eine Mischung aus Korps, Armeen und Garnisonen. Weil eben alle sehr stark variieren in Kampfkraft und wann jetzt genau kommen werden. Und natürlich schon mal alles, was reduziert ist, was aber nicht so viel ist. Ist, sind vielleicht noch ein paar Garnisonen. Die Kaufleiste füllt sich hier schon. Gerade einfach ein Schwung billiger Garnisonen, die man in die Order unterstellen kann, ist unterwegs. Und zum Jahresende nimmt die Zahl der gebrauchbareren Einheiten zu. So, die USA haben auch nicht sonderlich viel Geld. Können auch mal an die Logistik forschen. Und die Briten sparen. Ich bin echt gespannt, wie sich das hier entwickeln wird mit der Invasion. Ja, die Infanteriewaffen sind jetzt leider noch knapp weg. Panzerkrieg kommt auch nicht. Aber vielleicht kriegen wir die Industrietechnologie. Gut. Ja. Ihr bleibt ja auch tief verschanzt auf das Beste. Auch noch mal Leute, um diese Befestigung zu füllen, wenn wir sie schon haben. Ja, dann würde ich aber auch sagen, sind wir bereit für den nächsten Zug. Die Sowjeter schon mal wird ja dadurch gestärkt, dass die Alliierten in Frankreich sind. Mhm. Niederlande werden befreit. Da hätte sogar in Paris sein können. Naja, wir kriegen doch schon die Infanterie 2. Und die im Zweifel upgraden oder so. Und Industrie 3. Immerhin. Dann haben die auch einen ganzen Schwung Punkte. Die USA bezahlen auch diese Panzer ab. Ja, und die sind auch recht gut dabei. Weil das wird echt weggebombt. Zur Not müssen wir die Route wieder deaktivieren. Na gut, die Deutschen dürften genügend Probleme haben. Und damit an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Bis denn.